Willkommen zurück bei TM Gaming. Hier ist euer Antika zusammen mit Sporten. Versuchen wir jetzt eine weitere Mission bei Tom Clancy's Ghost zu erfüllen. Und zwar haben wir die Aufgabe, die feindlichen Ausbilder von den feindlichen Truppen auszuschalten. Und ja, dann gucken wir mal, ob es uns gelingt. So, müssen wir jetzt dahin fliegen. Unser Heli ist schon leicht geschrottet, ich komme auch gar nicht mehr höher irgendwie. Tut doch schon nur ein bisschen. Alles easy. CO Sama umgelegt haben, hat er auch gebrannt. Jetzt geht schon mal tief, weil der erste schon 700 Metern nach der Tor. Ja, ja. Dann landen wir hier mal. Langsam. Achtung, das explodiert. Das war mal ein Absprung, ja. Down? Ja, von wegen Taktik. Ja. Gott verdammt! So, zack. Voll unauffällig, dass sie das ist so. Vielleicht können wir den direkt von hier snipern. Kann ich natürlich machen. Aber ja, ich auch. Ja, vielleicht sieht man den ja von hier, ne. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen näher. Oder ich geh mal näher und du machst einen auf Sniper? Ja, ich geh noch zu den Hügel. Mach du mal einen auf Sniper, okay? Muss man nur das Licht ausschalten oder den Motor muss man ausschalten, meine ich, ne? Besten wir mal. Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Ja, aber muss man da dafür nah sein? Ich weiß gar nicht. Ein paar Narcos. Die ja, Terrasse da. Elektrizität, ja, ich weiß gar nicht, wie weit. Ich muss es auch noch nicht so machen. Ich schau mal. Setze Drohne ein. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Aber die haben hier, ich habe hier schlechtes Signal. Das ist ich sehe eine montierte Waffe. Was? Ich hab schon ein bisschen was markiert jetzt. Naja, hab ich schon gesehen. Beim Haus die Drohne steuern ist auch hart. Ja, ja. Man sieht gar nichts, das ist alles richtig krass verzerrt. Ich sehe einen Kartellleutnant. Da, im Hauptquartier. Ich zähle 5. Oh, der Kuh passt der. Na, sehe ich den noch? Da hockt er. Zieht er fast. Die Drohne sehen, sind wir auch erwischt, ne? Naja. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man auf die Sirene schießt. Ob die wirklich kaputt geht. Geht doch. Kannst du den auch im Geo schalten? Sonst war ich das. Hab ich. Klar, aber da ist irgendwie so ein automatisches Geschütz oder so. Leider im Schild. Wo? Wir nähern uns dem Zielgebiet. Von mir aus rechts links. Schnappt euch die Ausbilder und erledigt sie. Ja, geht wieder weg. So, jetzt erstmal gucken, dass ich hier reinkomme. Na, ist eine Treppe ins Lager. Jetzt mal gucken, ob ich den von hier treffe, 200 Meter. Ups. Was? Nein, da stecken. Kann ich bestimmt treffen. Da oben am Dach ist einer. Zehn Nummer 5. Also ja, mach ihn kalt. Das war's mit ihm. Ja, weil er mich fast entdeckt hat. Der Scharfschütze auf deiner Seite. Ja, ab ihn. Der ist einfach viel zu weit weg, der müsste den Scharfschütze, egal, wie ich nicht ausgehen. Ach, Mist.
Also wenn man auf die Sirene schießt, passiert nichts. Bam. Scheiße. Komm jetzt mit Fahrzeugen. Oh, ich bin down. Oh, scheiße, er sieht mich auch. Ja, klar sieht er dich. Oh, so auf die Frisse. Alter. Kein Wunder, das ist ja Ausbildungslager. Kommt zwei Blackhawks direkt. Boah, krass. Aber wer hat denn die Sirene gemacht? Hä? Wer hat die Sirene angemacht? Keine Ahnung, irgendwie fliegt da auch. Kannst du mich retten, oder? Ich bin unterwegs. Ja, ich bin. Na egal, wir versuchen das ja, halt nochmal. Bin ich schlimm. Aber ich habe auch nicht gesehen, dass da einer hingelaufen ist. Ich brauche, glaube ich, eine andere Position irgendwie. Ich muss auch, ich denke mal, auch mit ins Dorf da rein und dann zumindest auf so einen Hochsitz. Ja. Ah ja, guck ich mir eben hin. Aber wer hat dich denn da so schnell gekriegt? Weiß ich nicht. Ja, das Flughelikopter. Ah, der Hubschrauber ist weg. Jetzt müssen wir mit dem Motorrad fahren. Komm, Lukas. Ich bin schon da. Wie, du bist schon da? Wie kann man dieses Schnellspawn machen? Du musst auf die Karte gehen, dann auf mich zeigen. Und da musst du halten. Ja. Schnell Absprung. So, dann werden wir jetzt mal versuchen, dass wir das jetzt mal schaffen. Den einen Scharfschützen habe ich direkt schon mal rausgenommen. Nice. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Siehst du den unten links? Warte, ich kann den auch selbst machen. Ja. Den hatte ich auch die ganze Zeit. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Bombflugzeug. Hier ist ein Sicario, dicht am Geschütz. Ein Unidad-Vogel, okay. Aufpassen. Also, es ist schon schwierig, in das Lager reinzukommen mit Flugzeugen. Ja. Aber das ist mal spannend, dass man hier mal reinkommt, auch wenn das Ausbildungszentrum aussieht wie eine Baustelle. Abschuss. Kopfschuss. Warum meinst du, wir kriegen den Piloten da oben aus? Ah, hab ich schon abgeschafft. Ja, aber nicht so wie der fliegt. Hä? Na klasse, auch noch der Alarm. Scheiße. Und wir müssen das Ding ausschalten, nicht dass es so laut wird. Komm, Lukas, weiter. Immer Feuerschutz. Wie kann man das Ding denn hier ausschalten? Muss man gezwungen, weil... Generator aus. Hey, ich hab aufgestellt. Hier im Anflug. Bin ich. Boah, Alter, lauf. Kann man hier Türen aufmachen? Ich muss irgendwo rein. Billy, runter! Ich check das nicht, warum jetzt der Alarm ging. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Tank. Der kommt auf jeden Fall das ein. Spawn 30 Sekunden, der hinter dir ist. Gucken, ne? Ja, ist der Spawn da hinter dir. Die zwei Brustschüsse brauchte ich für den Commander. Okay. Tango getroffen. Alter, wie die ausrasten. Nein, ich bin down. Ah,
mein Gott. Hä, worum ging denn jetzt die Sirene? Wir schießen direkt auf dieses Elektro, deswegen dann geht die Sirene. Meinst du? Ich hab das Ding doch gleich kaputt gemacht, dann war das Ding aus. Ja, hättest du gleich mal gemacht. Direkt am Anfang. No. So. Mach mal direkt das Ding kaputt. Drohne fliegt. Hä? Ey, jetzt mörderst du die? Ziel eliminiert. Strom ist unterbrochen. Die Tangos haben den Knall gehört. Ist nur Sirene. Die suchen uns. Vorsicht. Hä? Hä, check ich nicht. Gibt's noch eine? Bestimmt irgendwo. Ja, aber da kommen wir jetzt unendlich. Wir müssen ja den Alarm ausstellen, oder nicht? Keine Ahnung, lass uns die ausprobieren. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Wahrscheinlich nur von einer Stelle. Nee, ist ein kaputtes Auto. Da kommt ein Heli. Boah, der Heli, der macht mich jetzt gleich. Oder sind das diese... Das kann ja nicht so schwer sein. Jetzt spring doch darüber. Die springen da nicht drüber. Krass. Ja, warte mal, hier müssen noch... Ach, die anderen Sirenen sind alle an. Was? Ich werde vom Checkpoint aus beschossen. Ah! Granate fliegt. In den Haupteingang. Bam, Ziel erledigt. Boah, der Hubschrauber, ne? Der macht Damage. Oh. Alter Schwede. Jetzt kommen sie mir so. Ah, laufen. Alter. Ja, was macht der denn jetzt? Jetzt macht er... Oh, jetzt habe ich Drohne gedrückt. Trottel. Ey, ja, weiß nicht, wir dürfen dann die Leute da nicht so schnell killen. Echt nur saubere Kills machen dann. Ja, dann geh mal drauf, Lukas, wir starten das nochmal. Ah, so, kannst du jetzt gleich bei mir spawnen? Ja, aber das ist doch scheiße. Warum? Das kann man auch sauber und geordnet machen. Ja? Das kann man auch richtig machen. Und nicht jetzt hier versuchen zu überleben. Zu überleben. Werden überleben, überleben. Ich merk schon. Na gut, ich versuche mal den Medi kaputt zu kriegen. Ob das überhaupt geht. Geht bestimmt. Ja, er ist auch down. Ciao, ey. So, kann ich jetzt bei dir spawnen oder nicht? Ja. Ja, ich möchte spawnen. Da ist ein zweiter Tango. Ey, schon wieder Sirene. Ich check das auch nicht, irgendwo dahin. Gegner getroffen. Sirene, wir sehen uns. Aber da gibt's echt schon ein Kaffee, oder? Also so ein... Nee, da ist noch ein Tango. Oh Mann, ey, hier ist ja richtig Party, ey. Zweites. Abschuss bestätigt. Bist du überhaupt? Ich bin, gegen...
Weil ich bin ja außerhalb des Spawn, deswegen. Sauber. Paletti? Wo bist du? Boah, krass, die haben ein. Was haben die? Mal gucken, ob der Mörder was ist. Alter, Fieber. Ach, Luftabwehrstation ist da auch noch. Weißt du auch, woher die Flugzeuge kamen? Ja, komm, wir gehen da rüber. Sirenen sind ja aus. Gucken wir wieder am besten mal. Ich habe 2 Sekunden, alles okay, alles okay. Dicht am Container. So, fertig. Und rum. Alles klar, und go. Oh, immer sieht mich. Halt, die werden dich sehen. Oh, da oben war einer. Wir sind ein paar Narcos. Warte, ich schick meine Drohne. Mach mal. Ah, geht nicht, ich bin die Drohne. Echt? Alter, Ziel Nummer 2, drittes Ziel. Das sind sogar 4. Nehmen wir den vorderen? Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ja, das ist für Schwachsinn. Die anzugreifen ist Quatsch. Die machen uns bestimmt. Oh, wir werden wieder entdeckt. Egal. Nein, wir sind doch noch nicht entdeckt. Ein Drecksack weniger. Direkt hinter der Wand. Da ist ein Kartellleutnant. Da, im Hauptquartier. Mach den da hinten noch? Nice. Nice. Okay, es ist alles gut. Hütet euch vor den Lügen. Langsam vorgehen. Boah, ich pack hier fest. Ja, hier ist ja echt Stimmung. Alle schreien sie rum. Weiß gar nicht, wo die Typen stehen, weil hier überall Radio ist, ey. Hab den auch. Ist er gekillt? Der einzige moralische und christliche Weg zu Erfolg. Oh, da ist hier richtig was los. Ausbildungslager. Alarm, was machen wir? Hinter uns ist Patty. Wow. Wieso komm ich nicht rüber, nur weil hier Stacheldraht ist? Was soll der Scheiß in Deckung? Ach, down. Shit. Aber wie instant die KI gegen mich schießt, ne? Das ist echt heftig. Nach 45 Sekunden. Ey, der Häuptmann kommt zu dir, den kannst du gleich mal kalt machen. Übertreib nicht, dass wir da nochmal machen müssen. Er kommt jetzt zu 67 Meter, Lukas, hinter dir. Scheiße. Nice. Komm.
Ja, ich merke schon. Genau schon. Oh, jetzt haben wir nicht, wir müssen das nochmal machen. So, ich komme gleich wieder. Ja gut, ich würde auch sagen, das war jetzt wieder eine weitere Session von Tom Clancy's Ghost. Also mir gefällt das Spiel echt extrem. Also ich glaube, wenn man zu viert spielt, ist es auf jeden Fall noch geiler. Mal gucken, ob wir das hier auch irgendwie Tage hinkriegen und so. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt oder noch irgendwelche weiteren empfinden oder wie auch immer, schreibt das alles in den Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.